Töre und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute Geburtstag, das könnt ihr an diesem Hütchen hier erkennen, an der Geburtstagstorte da oben und an der Tröte bzw. Töre und hieran könnt ihr das auch erkennen, denn wir schauen uns an meine Geburtstagstorte. Zu einem Geburtstag gehört ja schließlich eine Torte, die Benjamin Blümchen Torte, die Meistertorte von Kopp und Rad und Wiese. Benjamin Blümchen, der Held meiner Kindheit, und noch heutzutage bin ich mir sicher, dass er irgendwann die Welt rettet und für uns alle da ist. Aber ich habe ihn zwar noch nicht getroffen, aber eines Tages werde ich ihn bestimmt treffen und dann werde ich ihm sagen, Benny, du hast es drauf gehabt, all die Jahre. Ich habe mir deine Geschichten gerne angehört auf Kassette, ist leider im Keller eingelagert. Ich habe sie nicht weggeworfen, das habe ich nicht übers Herz gebracht, aber ich habe sie auch nicht mehr hier, ich kann sie eh nicht abspielen. Aber im Keller habe ich sie noch, die Benjamin Blümchen Kassetten. Und heutzutage hört man sich auch ab und zu auf Amazon an. Das ist zwar nicht ganz so cool, wie eine Kassette reinzumachen, aber es geht um die Geschichte. Und wir wollen jetzt aber hier auch nicht zu viel über Geschichten reden, wobei ihr könnt mir gerne mal eure liebste Benjamin Blümchen-Geschichte in die Kommentare schreiben. Oder kennt ihr noch irgendeine? Hat euch irgendeine besonders bewegt? Ich weiß noch, damals gab es Wo ist Otto, hieß die Folge. Da ist Otto irgendwie in so einer Höhle verloren gegangen und die war so richtig traurig. Ich konnte mir die nicht anhören als Kind. Dann hat Benjamin Blümchen auch so ganz traurig gesungen. Mach das jetzt nicht nach, aber ich habe noch genau den Gesang im Kopf. Das hat mein Gehirn zerstört damals als Kind und hat mich total todtraurig gemacht. Ich konnte mir das wirklich lange nicht anhören. Wohingegen solche Folgen wie Benjamin Blümchen im Urlaub, also in Italien, sehr, sehr cool waren, wo er dann Eisverkäufer ist. Selbstverständlich, der Benjamin. Und hier ist übrigens auch eine Figur drin. Da bin ich schon sehr gespannt, was uns hier erwartet. Es gibt auf meiner Webseite schon seit einigen Jahren einen Bericht, nur mit Fotos. Früher hat ja alles mit einer Webseite tatsächlich angefangen, für die, die es nicht wussten, und nicht mit einem YouTube-Kanal oder Instagram. Und da habe ich schon eine Torte getestet, als schriftlichen Bericht eben. Und ja, jetzt eben dann hier das Video für euch. Ich freue mich riesig drauf. Und ja, die kommt jetzt frisch aus dem TK. Tatsächlich muss ich die jetzt gleich erstmal ein bisschen draußen stehen lassen, bevor wir sie nachher probieren. Für euch geht das natürlich schneller. Es ist jedenfalls eine Erdbeerschokotorte und das Tollste ist natürlich das Benjamin Blümchen-Bild in der Mitte und die bunten Sprinkles. Es gibt übrigens auch einen YouTube-Kanal mit Benjamin Blümchen. Habe ich mir neulich erstmal eine Folge angeguckt von Benjamin. Das war großartig. Die Figur ist übrigens sogar lustig, die drin ist, selbstverständlich. Regulär kostet sie knapp 6 Euro. Ich habe sie jetzt im Angebot gekauft. Erfreulicherweise hat der Rewe sie extra für meinen Geburtstag als Angebot rausgebracht. Von daher sehr, sehr cool, dass ihr an meinen Geburtstag gedacht habt. Ich glaube, ich habe jetzt 4 Euro oder irgendwie sowas bezahlt. 500 Gramm sind drin. Es gibt übrigens auch eine Sendung mit der Maustorte. Die habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Die fand ich auch sehr lecker. Aber mein Herz schlägt natürlich für Töre Benjamin. Gleichzeitig wird hier noch irgendwelche Werbung gemacht. Hätten sie sich vielleicht auch sparen können. Aber trotzdem, mir gefällt das Design hier richtig, richtig gut. Ich weiß nicht. Ich bin natürlich voreingenommen. Ich bin Fanboy quasi. Ne? Ich bin voreingenommen, aber ich glaube, das ist sowieso jeder, der Benjamin Blümchen kennt. Die Zutaten, die wollen wir uns vielleicht gar nicht zu ausführlich anschauen, denn dann geht das Video hier 10 Minuten. Habe ich aber auch schon ein paar Mal was zu gesagt, wenn man so möchte, dass so eine Torte halt monatelang im Gefrierfach stabil bleibt und immer noch gut ist, dann kommt man leider nicht drum herum, einige Sachen mehr reinzumachen. Aber klar, bevor die Kommentare kommen, und sogar CE-zertifizierte Spielzeuge, gut, so muss das aber, glaube ich, auch sein. Bevor die Kommentare kommen, wobei ich sie, wie gesagt, auch verstehe, natürlich, wenn man eine Torte selber macht, ist da nicht unbedingt Stabilisator-Sorbit drin oder, was weiß ich, Palmfett wahrscheinlich auch nicht. Aber ich finde das nicht schlimm und ehrlich gesagt, es ist mir an dieser Stelle auch egal, denn es ist Benjamin Blümchen-Torte. Es sind sogar Erdbeeren drin, 6%, also es ist hier nicht nur mit Aroma gearbeitet. Von daher, ich finde das gut und ich habe schon einige Kopp und Rad und Wiese Sachen euch vorgestellt. Ich finde die alle lecker bisher und wie gesagt, ich kaufe mir etwas, was im TK ist für Monate. Dann weiß ich eben, was mich erwartet und dann meckere ich da auch nicht dran rum. Meistertorte Erdbeerschoko. Oh, guckt sie euch an, wie wunderschön sie ist. Guckt euch diese wunderschöne Torte an. Wir machen jetzt gleich die einmal aus der Packung raus, gucken uns an, was für eine Figur drin ist. Und wie gesagt, ich lasse sie dann ein bisschen auftauen. Oh, da ist, glaube ich, sogar ein Spiel drin. Wow, boah, da müssen wir gleich reingucken. Ich muss erst noch ein Foto machen, das machen wir nachher. Bevor ich jetzt hier den Karton zerreiße, muss ich noch ein Foto für Instagram machen, denn da sollen die Leute auch alle wissen, dass ich eine tolle Benjamin Blümchen-Torte hier habe. So. So, das kann dann hier gleich auf einen Kuchenteller, den ich nicht besitze. Aber dafür ist ja unten diese Koppenrad- und Wiese-Dingen da dran. Bitte schaut doch mal, wie wunderschön sie ist. Jetzt muss man das Ding hier natürlich auch abziehen. Ich weiß gar nicht, muss man das jetzt schon abziehen oder später? Das ist hier so ein Schutzring. Das ist alles auch noch gefroren hier.
sehr, sehr, sehr cool. Und jetzt schauen wir da mal rein. Oh, guck mal, Benjamin. Mein Geburtstagsgeschenk. Benjamin Blümchen als Bauarbeiter. Sehr, sehr cool. Ich glaube, die war damals stabiler. Die ist irgendwie so ein bisschen hohl. Aber sie gefällt mir trotzdem. Benjamin. So, der kommt dann jetzt hier drauf und feiert nachher mit mir Geburtstag. Wie gesagt, ich lasse das Ding jetzt auftauen. 3 bis 4 Stunden bei Zimmertemperatur steht drauf. Ich mache es nicht ganz so lange, weil ich das mag, wenn die noch so sehr kühl ist. Ich mag Torten gerne dann so. Von daher, ja, jetzt heißt es zumindest für mich warten. Da ist das wunderschöne Exemplar. Hier oben bin ich leider ein bisschen an den Kühlschrank gedutscht. Deswegen normalerweise waren da auch so richtig schöne Sprinkles. Die kleben jetzt am Boden des Kühlschranks. Ja, die Benjamin Blümchen Figur, die habt ihr ja... Oh nein, verdammt! Ich wollte die eigentlich hier draufsetzen, habe durch die Kamera geguckt. Benjamin Blümchen ist voll gesaut. Die Figur habt ihr ja gesehen, die stelle ich jetzt mal hier an die Seite. Und jetzt wollen wir den Kuchen anschneiden. Natürlich, eigentlich ist es besser, den halbgefroren anzuschneiden. Das habe ich jetzt nicht gemacht, deswegen werden die Stücke vermutlich nicht so perfekt werden hier. Der Grund ist aber einfach, ich wollte die eben jetzt fürs Video hier einfach aufgetaut haben, dass man die auch direkt essen kann, dass ich nicht wieder nochmal warten muss. Deswegen, ja, hier jetzt etwas schwierig. Deswegen ist auch schwierig mit diesen Dingen hier, das sollte man meinen Ratschlag abnehmen. Jetzt haben wir hier so ein bisschen den Boden abgezogen, weil da kann man nicht sehr schön durchschneiden. Ich muss auch zugeben, ich habe auch leider nicht das beste Messer dafür. Moment, oder doch, ich hab nur ein anderes Messer. Das ist ja, glaube ich, so ein Zuckerdeckel, das ist sehr schwer zu schneiden. Deswegen würde ich euch immer empfehlen, den einmal rauszumachen. Und jetzt geht das aber doch tatsächlich sehr gut hier. So, den Deckel, den wollen wir natürlich trotzdem haben. Ich habe rausgeschnitten. Das kommt jetzt hier raus. So, jetzt kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Es gibt ein Stück Geburtstagstorte für mich. Die Benjamin Blümchen Geburtstagstorte. Die kommt jetzt hier auf den Teller. Und hier ist das Stück Geburtstagstorte. Hier sehen wir den Boden. Das ist so ein Mürbeboden. Dann haben wir hier halt Rührkuchen. Und hier die Schokoschicht nochmal Rührkuchen und hier haben wir so Erdbeersahne und hier ja so normale Sahne und dann eben mit diesen Sprinkles da dran. Sie sieht wunderbar toll aus und sie sieht original aus wie auf dem Bild. Vielleicht nicht ganz so rosa, aber ansonsten sieht das so aus, wie es aussehen soll. Das ist immer positiv und ich glaube, hier kann man wirklich sehr zufrieden mit sein. Happy Birthday to me. Jetzt gibt's Kuchen. So. Ich weiß nicht. Also ich habe überlegt, ob ich sie noch ein ganz bisschen gefroren lasse. Aber ich dachte mir, komm, lass sie mal ganz auftauen. Sie ist auf jeden Fall noch kühl. Ich habe sie im Kühlschrank auftauen lassen. Erstaunlicherweise ging das trotzdem sehr schnell. Das hat jetzt vielleicht auch 4 Stunden gedauert. Aber ich habe sie auch draußen ein bisschen für Fotos gehabt. Riecht lecker. Nach Schokolade. Oh. Sehr locker, dieser Rührkuchen innen drin. Schön schokoladig. Erinnert so ein bisschen an so eine Schokoladenmousse, also so Mousse au Chocolat. Der Boden auch wirklich noch feste, also ist jetzt irgendwie nicht aufgeweicht dadurch, sondern hat wirklich noch Biss. Ist so ein richtig, richtiger Mürbeteig. Mmh. Ah ja, so feiert man Geburtstag. Ich kriege immer wieder Kommentare von euch, wie viele Leute diese Torte doch wirklich seit zig Jahren auch als Erwachsene noch zum Geburtstag essen. Und ich kann das voll und ganz verstehen. Es ist einfach so eine Stück Kindheitserinnerung, was man sich bewahrt. Und ja, ich kann es so absolut unterstützen. Sie schmeckt mir sehr, sehr gut. Am Ende kommt halt diese hat man mehr von dieser Erdbeerschicht. Hier so mittig schmeckt es eher nach Schokolade. Ich gehe jetzt mal ein bisschen nach hinten, um so ein bisschen diesen Erdbeergeschmack mitzubekommen. Diese Sahnemasse, die ist auch schön locker. Mm. Mm. Super, super gut. Ist jetzt nicht, also hat schön Sahnegeschmack. Erdbeergeschmack ist auch nicht zu künstlich, weil ich wette, sie machen auch Aroma rein. Wir müssen ein bisschen ehrlich sein. Dekorauflager, Speisefettsäuren, Verdickungsmittel, Zucker, Mandel, meine Fresse. Doch, da natürlich ist Aroma. Ich kann jetzt nicht beurteilen, was das Aroma ist, aber ich kann es mir vorstellen. Aber ich meine das jetzt hier auch nicht negativ.
Ich will nur sagen, es schmeckt für mich jetzt nicht, als ob total viel künstliches Aroma reingemacht ist. Für mich passt das einfach, das ist stimmig, das schmeckt. Eine super Torte. Diese Zucker-Deko-Streusel, die sehen halt schön aus. Die haben jetzt keinen Biss mehr, die sind schon so ein bisschen aufgeweicht. Also man kennt ja diese Zuckerstreusel, die so ein bisschen Knack haben. Das hat man jetzt hier nicht mehr. Aber es finde ich überhaupt nicht schlimm. Für mich eine absolut tolle Torte. Ich freue mich auf das nächste Stück. Moment. Da liegen nämlich noch einige. Und ja, das ist meine Meinung zur Benjamin Blümchen Geburtstagstorte. Ich bin super zufrieden. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Lasst mir gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da und gerne eure Meinung zur Benjamin Blümchen Torte. Kauft ihr sie euch auch regelmäßig? Findet ihr sie gut? Oder sagt ihr, nee, ich backe mir lieber selber was zum Geburtstag? Das habe ich vorhin am Anfang gesagt, das kann man natürlich in gewisser Weise verstehen, was selbstgemacht, da sagt man, da gibt man so ein bisschen Liebe ins Produkt rein, ne, und das ist man, also das ist etwas anderes, wenn man etwas selber macht. Aber ich bin überzeugt davon, dass jedes Kind oder fast jedes Kind seine Freude an so einer Torte hat. Und selbst als 36-Figur hält auch, geht nicht sofort kaputt, auch gut. Auch als 36-Jähriger hat man noch Spaß daran. Von daher ausdrückliche Empfehlung von mir, Benjamin rockt. Und euch wünsche ich einen wunderschönen Tag. Macht's gut und ciao. Kleine Zugabe noch, ich habe es ganz vergessen, den Innenkarton auszufalten, um mir mal das lustige Spiel anzugucken. Lustiges Beruferaten. Da hat man hier so Karten, die muss man ausschneiden und halbieren. Und dann wird das wohl, ich habe es grob überflogen. Guck mal, wie sie sich freuen. Guck mal, wie sie sich freuen. Die haben Spaß dabei. Die haben richtig Spaß am Leben. Ganz Tag mit Zuckerstückchen essen und Abenteuer erleben. Und ab und zu mal in einer Höhle verschollen sein. Also das ist natürlich nicht ganz so geil. Also man muss sie dann hier ja durchschneiden und mit Leuten zusammen spielen, dann wie so tauschen, wer am Ende irgendwie die meisten Berufe richtig zusammen hat. Also die Karten, der hat dann irgendwie gewonnen. Bauarbeiter, Weltraumastronaut, Gemüsegärtner. Kann man auch Gemüsearzt dann machen? Gemüsearzt oder Feuerwehrkoch. Ah, okay. Guck mal, ich habe sogar Spaß daran. Wie wär's denn mit Konditor Guide oder mit Polizeikoch oder, oh, Bademeister, das war so gut, Schornsteinkapitän oder auch der Baumann, Bob der Baumann, nee, Benjamin der Baumann. Also okay, für Kinder auf jeden Fall eine coole Sache, aber selbst mir macht das Durchlesen hier Freude.